Herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Roger. Mittlerweile ein bisschen mehr als ein halbes Jahr bin ich Kunde bei Smart Broker. Es gab ja auch schon ein Smart Broker Oberflächenvideo. Damals war mein Depotumzug von Flatex zu Smart Broker erneut abgeschlossen. Insgesamt hat es ja 108 Tage gedauert. Und ich habe ja gesagt, es wird nochmal ein Oberflächenvideo geben, wenn mein Depotumzug abgeschlossen ist. Zugleich gab es natürlich jetzt auch in den letzten Monaten und Wochen einige Fragen zu Smart Broker, was die Bedienung der Oberfläche betrifft, wo man dies und das findet, wie das mit der Cashquote funktioniert im Zusammenhang mit den Negativzinsen. Und ich bin mal hingegangen und es sind 18 Fragen, habe ich mal gesammelt. Da sind auch Fragen von mir dabei. Auch schon mal als Hinweis, ich werde also auch den Link zu dem Video, werde ich meinem Ansprechpartner bei Smart Broker schicken, der das dann an die entsprechenden Stellen gegebenenfalls weiterleiten kann, um mal zu schauen, ob man vielleicht das ein oder andere noch umsetzen kann oder umsetzen wird. Aber es geht auch gerade darum, einige Fragen, die immer und immer wieder in den Kommentaren kommen, mal zu beantworten. Bevor wir anfangen, würde ich mich natürlich freuen, wenn du, falls du nicht getan hast, meinen Kanal abonnierst. Das ist einfach eine riesen Unterstützung und gleichzeitig erfährst du natürlich, wenn es was Neues bei meinem Broker Smart Broker gibt, worüber ich natürlich regelmäßig berichte. Auch der Hinweis, wenn ihr Fragen zu Smart Broker habt, ist der erste Ansprechpartner Smart Broker. Ich bin kein Mitarbeiter von Smart Broker, bin ein ganz normaler Kunde, berichte hier auf meinem Kanal über meine Erfahrungen und ja, wenn ich natürlich irgendwie helfen kann oder eine Frage, mache ich das natürlich, aber der erste Ansprechpartner für euch sollte grundsätzlich immer service@smartbroker.de sein. Gut, steigen wir in das Thema ein. Wir gehen die ganzen Fragen durch. Ich habe sie nicht jetzt in der Reihenfolge aufgeschrieben, wie die Fragen kommen, sondern halt immer mal wieder die Liste erweitert und jetzt sind wir mittlerweile bei 18 Fragen angekommen oder Tipps und solche Sachen halt und dementsprechend halt will ich mal anfangen. Und zwar der erste Punkt wäre Kostenausweis nach der Sparplaneinrichtung. War jetzt gerade vor kurzem eine aktuelle Frage und zwar, wenn ihr einen Sparplan bei Smart Broker erstellt, so wie ich es jetzt gerade vor kurzem nochmal gemacht habe auf meinen Aristokraten ETF, dann bekommt ihr in euren Postmanager einen Kostenausweis. So, den habe ich auch bekommen. Meine Sparrate ist ja 100 Euro. Und dann steht da Kurswert auf einmal 3600 Euro. Dann, wie gegebenenfalls sich die Kosten, die Wertentwicklung, wie die sich verhält und, und. Das Ganze ist berechnet auf 3 Jahre. Also wie man halt hier sieht, 3600, das sind also über 3 Jahre jeden Monat 100 Euro die Sparrate. Und diesen Kostenausweis muss nicht nur Smart Broker, den muss euch jede Bank zur Verfügung stellen. Damit ihr auf dem Laufenden seid, wie sich die Kosten gegebenenfalls entwickeln könnten. Ja, und dementsprechend halt, das ist der Punkt mit dem Kostenausweis. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Postmanager, SMS dann. Was mich persönlich nervt, natürlich auch, halt auch viele weitere Kunden, ist einfach der Tatsache, wenn ich in meinen Postmanager reingucken will, muss man erstmal eine SMS-TAN eingeben. Ich habe das jetzt eben schon gemacht, weil da wird ja auch ein großes Stück von der Handynummer angezeigt. Deshalb habe ich das halt schon eben gemacht. Hier sollte vielleicht Smart Broker schauen, diese SMS-TAN für den Postmanager gegebenenfalls abzuschalten. So, Frage 2. Sparplan Ausführungsdokumente. Bei meinem alten Broker Flatex war es ja so, der Sparplan wurde ausgeführt und Postwend hatte ich in meinem Postfach eine Mitteilung, dass der Sparplan ausgeführt wurde, wie viel Anteile ich bekommen habe. Und das ist ja praktisch dieses Dokument, was man bei Portfolio Performance importieren kann. Und am Anfang war ich verwirrt. Ich habe halt gesehen, mein Sparplan wurde ausgeführt, das habe ich dadurch gesehen, dass halt mein Depotwert sich erhöht hat, dass die Anteile gestiegen sind von meinem Wertpapier oder von meinem ETF halt. Aber halt in meinem Postmanager lag nichts. Es ist einfach so, dieses Dokument wird einen Tag später euch zugestellt. Also ich kann euch das jetzt mal einfach zeigen. Ich gehe jetzt halt mal hier auf den 1. Mai Dokumente suchen und dann hat man hier wo haben wir jetzt zum Beispiel was?
Bei mir wird das ja immer am 15. gemacht. Und zwar hier Kauf-Investment-Fonds. Das sind praktisch dann das Dokument, welches ihr im Portfolio-Performance importieren könnt. Es wird halt immer einen Tag später ausgeliefert. Vielleicht kann Smartbroker dahingehend ja noch ein bisschen was machen, dass das vielleicht, sobald der Sparplan ausgeführt wurde, dass man dann halt auch sofort dann die Mitteilung bekommt. Ich bin immer hingegangen, weil ich den Tag nicht warten wollte und habe dann halt auf meinem Wertpapier bin ich dann draufgegangen, jetzt hier zum Beispiel beim MSCI World und habe dann hier geschaut und bin dann hier auf Historie und dort steht es sofort drin, da steht dann auch Kaufsparplan 15.05., wie viele Anteile, was abgerechnet wurde, also zu welchem Kurs, welcher Betrag in meinem Sparplan war, also die 413,41 €. Ist natürlich unheimlich umständlich. Man kann halt auch die Sachen Hand zu Fuß im Portfolio Performance eintragen, aber bequemer ist es natürlich über die Dokumente. Hier wäre es halt schön, wenn Smart Broker würde hinbekommen, dass man die Dokumente halt sofort nach Ausführung des Sparplans erhält. Dritte Frage war, gibt es ein Demokonto? Habe ich auch in den Kommentaren beantwortet. Nein, es gibt kein Demokonto. Vierte Frage, Umsetzung, Einmalzahlung, dann Sparplan. Es kommt immer mal wieder die Frage, kann ich erstmal eine Einmalzahlung machen? Gerade jetzt, nachdem halt die 0 Euro Ordergebühren eingeführt wurden, wenn man halt als Handelsplatz Getex wählt. Ja, das kann man. Man geht einfach hin, kauft sich seinen ETF als Einmalzahlung, wählt als Handelsplattform gegebenenfalls Getex aus, sofern die Order über 500 Euro liegt. Und dann hat man ja seinen ETF im Depot. So, wie jetzt hier zum Beispiel, wie ich jetzt hier meinen Gaming-ETF zum Beispiel habe. So, und wenn ich dann anschließend möchte, den besparen, und dann hole ich mir einfach hier die WKN raus, gehe dann ganz einfach auf Geldanlage, mache dann Sparplan anlegen, gebe dann die WKN, ein, mach suchen und dann steht hier der Gaming ETF, dann kann ich ganz normal einen Sparplan drauf ausführen lassen und die Anteile werden halt den Anteilen in meinem Depot natürlich hinzugefügt. Ist also überhaupt kein Hexenwerk. So, nächster Punkt, Negativzinsen, Cashquote. Hier blende ich euch jetzt mal, ich habe es auch immer mal wieder in die Kommentare reingesetzt, die Antwort ein, die ich von Smart Broker auf die Rückfrage bezüglich der Cashquote nochmal erhalten habe. Und die Antwort ist wirklich verständlich. Deshalb kopiere ich sie halt auch immer wieder in die Kommentare. Und zwar Thema Cashquote, Negativzinsen. Unser Ansatz ist, zahlt der Kunde neue Gelder ein oder bekommt er Geld aus Wertpapierverkäufen, soll er nicht unter Zeitdruck durch Verwahrentgelte voreilige Kaufentscheidungen treffen müssen. Dazu haben wir drei Regelungen getroffen, die das gewährleisten sollen. Punkt 1. Für neu eingezahlte Gelder wird 3 Monate lang kein Verwahrentgelt erhoben. Das gilt nicht nur bei der Depoteröffnung, sondern immer. War auch eine Frage in den Kommentaren, ob das nur für einmal gilt für die Depoteröffnung oder dann für immer. Also es gilt für immer. Zweitens. Für die Cashquote wird der Durchschnitt der Salden im Quartal zugrunde gelegt. Somit werden zeitweise Überschreitungen durch Wertpapierverkäufe nicht sofort mit Verwahrentgelt belegt. Also ihr könnt auch Wertpapiere verkaufen und der Betrag fällt nicht sofort in die Cashquote. Zum Beispiel, wenn sie später wieder investiert werden oder der Saldo vorher weit unter der 15%-Quote lag. Erst wenn sich im Monatsdurchschnitt eine höhere Quote als 15% ergibt, wird Verwahrentgelt fällig. Drittens, 15% Cashquote bleiben immer frei und nur für den übersteigenden Betrag wird das Verwahrentgelt berechnet. Beispiel, neues leeres Depot. Wenn ein Kunde 1.000 Euro am 1. Mai einzahlt und weitere 1.000 Euro am 1. Juni, dann bleiben vom 1. Juni bis zum 31. Juli insgesamt 2.000 Euro frei. Und von da bis 31. August 1.000 Euro. Auszahlung und erneute Einzahlung, um die 3-Monatsfrist erneut zu nutzen, werden aber nicht funktionieren. Ich muss halt auch da ganz klar sagen, euer Verrechnungskonto ist kein Tagesgeldkonto, es ist kein Sparbuch, dort gibt es auch keine Zinsen. Und für alles Geld, was darauf geparkt wird, muss Smart Broker auch Gebühren bezahlen. Das ist ja der Grund, warum jede Bank mittlerweile oder viele Banken oder der Großteil der Banken mittlerweile Negativzinsen berechnet. Bei Smart Broker ist halt der Vorteil,
fallen nicht pauschal an, wie es jetzt zum Beispiel bei Flatex der Fall ist mit den 0,5%, sondern halt erst, wenn ihr 15% Cashquote erreicht habt. Und vor allen Dingen auf neue Gelder erst, wenn die länger als 3 Monate auf eurem Verrechnungskonto gelegen haben. Ich habe ja jetzt letzte Zeit auch wirklich viele Einzahlungen gemacht, gerade als ich die Branchen-ETFs in mein Depot genommen habe. Und dementsprechend halt braucht ihr euch da überhaupt keine Sorgen zu machen. Und ich denke, die Frage wurde auch so jetzt damit optimal beantwortet. Dann war eine Frage, ich soll doch mal bitte zeigen, wie Dividenden wieder angelegt werden können. Also, es gibt keine automatische Wiederanlage, wie man zum Beispiel bei Flatex kennt oder zum Beispiel auch bei der Comdirect Bank oder halt auch bei der Consorsbank. Wäre schön an dieser Stelle ein Smart Broker, wenn man das einstellen könnte. Ansonsten, wenn ich halt Dividenden wieder anlegen möchte, gehe ich einfach auf Geldanlage, gehe dann zum Beispiel, ich habe eine Dividende bekommen von meinem Anleihen-ETF, möchte diese Dividende, sagen wir mal, die Dividende war jetzt 13,41 € und normalerweise wäre mein Sparplan 400 €. Dann gehe ich hier hinten auf Ändern und ändere einfach den Betrag von 400 € auf 413,41 €. Und sobald der Sparplan ausgeführt wurde, ändere ich das auch wieder. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Dividende muss man von Hand zu Fuß wieder anlegen. Es gibt keine Möglichkeit der automatischen Wiederanlage. Aber vielleicht kommt es ja noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sparplanänderungen von Verrechnungskonto auf SEPA. Frage Nummer 7. Also ich bin jetzt gerade auf dem Sparplan drin. Wir machen es aber wirklich jetzt Hand zu Fuß. Und zwar Geldanlage, Sparplan. Ihr habt einen Sparplan, der wurde bisher immer von eurem Verrechnungskonto abgebucht. Also ihr habt auf euer Verrechnungskonto Geld eingezahlt. Und wollt das allerdings ändern, dass ihr halt das Ganze als Lastschrift von eurem Girokonto zum Beispiel habt. Bei einem bestehenden Sparplan geht man jetzt auf Ändern und dann wird man feststellen, man kann das nicht ändern. Also man kann es nicht auswählen. Ihr müsst hingehen, wenn ihr das nachträglich ändern wollt, und müsst den Sparplan löschen und müsst den Sparplan neu anlegen. Und dann könnt ihr auch auswählen Fremdkonto per Lastschrift. Warum Smart Broker das so gelöst hat, weiß ich nicht. Man kann halt alles ändern, wann ausgeführt wird, den Betrag kann man ändern, man kann ihn aussetzen, aber man kann halt das nachträglich nicht ändern. Also Plan löschen, Plan neu anlegen. Es ist umständlich, ich weiß, aber damit ist diese Frage auch beantwortet. So, wo finde ich die IBAN von meinem Verrechnungskonto? Ich habe das Smart Broker auch schon geschrieben. Also, euer Verrechnungskonto wird ja automatisch eröffnet mit eurem Depot. Von diesem Verrechnungskonto werden ja eure Wertpapierkäufe, eure Sparpläne, sofern ihr das ausgewählt habt, abgezogen oder abgerechnet. Aber wie ist eure IBAN? Nun, ihr geht auf euer Verrechnungskonto hier rechts auf die Seite und sagt Konto Details und dann seht ihr hier die IBAN. Ja, hier seht ihr die IBAN, die BIC. Und das ist das Konto, also ihr erweist auf eure Namen, auf eure IBAN einfach das Geld. Alternativ ist noch eine Möglichkeit, ihr klickt hier drauf, direkt auf Verrechnungskonto und dann habt ihr hier unten ganz klein rechts die IBAN stehen. Ist unglücklich gelöst, stimme ich euch zu. Habe ich Smart Broker auch schon geschrieben. Da sollte man halt dran arbeiten, dass das ein bisschen transparenter oder ersichtlicher gezeigt wird. Einmalkäufe, die Frage Nummer 9, Einmalkäufe über Fremdkonto sind nicht möglich. Einmalkäufe erfolgen immer über euer Verrechnungskonto. Wenn euer Verrechnungskonto den Betrag nicht deckt und ihr aber schon ein bestehendes Depot habt, und ich gehe jetzt hier mal auf die Vollansicht von eurem Depot, und dann sieht man ja zum Beispiel bei mir, habe ich zum Beispiel, wo war es jetzt? Wo war es jetzt? Das fängt es nämlich an. Seht ihr, ich bin manchmal auch immer noch am Schauen. Hat man hier hinten immer einen Beleihungswert. So, und das heißt, ich könnte mein Wertpapier, welches ich im Depot habe, könnte ich jetzt meine Wertpapiere im Wert von 2.886 € beleihen. Das heißt, ich könnte einen Einmalkauf tätigen und dann nachträglich das Verrechnungskonto dann wieder ausgleichen. Das wandert dann im Minus. Das ist praktisch wie ein Dispo, kostet auch Gebühren.
Ja, aber grundsätzlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein neues Depot habt und wollt einen Einmalkauf machen und den abrechnen über euer Fremdkonto, über euer Girokonto, das funktioniert nicht. Auch eine Frage, Kurse checken. Wenn ich Kurse überprüfen will von einem meiner Wertpapiere, gehe ich in mein Depot, wähle ein Wertpapier aus. Dann komme ich auf die Oberfläche der DAB Paribas Bank, gehe dann hier auf Börsenplätze und sehe dann die ganzen Börsenplätze und die gegebenenfalls die Kurse. Gerade jetzt war das öfters mal die Frage wegen Getex und den 0-Euro-Ordergebühren ab 500 Euro. Und dann schaut man natürlich, ob der Spread, nicht der Preisunterschied zu einer anderen Börse zu hoch ist. Also hier sieht man jetzt zum Beispiel gerade, hier ist der Kurs 200,30 Euro, bei Xetra 200,94 Euro, bei TradeGate 200,41 Euro. Und dementsprechend halt kann ich hier dann immer schauen, wie die Kurse sind. Und hier oben kann man halt auch ein anderes Wertpapier eingeben, zum Beispiel ein Wertpapier, was noch nicht in eurem Depot liegt. So, nächster Punkt, Unterlagen Depotübertrag. Die Unterlagen für einen Depotübertrag, das ist auch ein bisschen unglücklich gelöst, ist, und das hatte ich schon im Januar kritisiert, ist, wenn man unter Service und Infos geht, hier und das ist dann halt Formulare. Wird das hier nicht angezeigt. Hier steht aber dann die URL, die man halt leider auch nicht auswählen kann, also einfügen, kopieren und das smartbroker.de Formulare. Ich habe das auch hier schon mal aufgerufen, smartbroker.de Formulare. Dort werden dann Depotübertragdokumente, Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, den ihr einrichten müsst, da gibt es gleich auch noch eine Antwort zu einer Frage, findet ihr alles dort. Den Großteil der Dokumente könnt ihr dann auch per E-Mail ans kundenauftrag@smartbroker.de schicken. Manche Sachen müssen allerdings auf dem Postweg erledigt werden. Nur warum man halt die Formulare hier nicht eingefügt hat, erschließt sich mir halt immer noch nicht. Ist halt umständlich. So, nächste Frage, Währungsbereinigung nach Depotübertrag. Ihr habt, das war jetzt bei mir zum Beispiel auch passiert, bei meinem Emerging Markets ETF, ich mache jetzt einfach mal die Kurzansicht nochmal hier, und zwar hier bei meinem MSCI Emerging Markets ETF. Und zwar hatte ich auf einmal zweimal drin, einmal mit Euro und einmal mit US-Dollar. Das Problem ist einfach, wie so einige Probleme bei dem Depotübertrag halt auch waren von Flatex. Flatex hat die Kurse nicht mit übertragen. Und dementsprechend halt wurde, hatte ich auf einmal zwei Positionen drin, einmal US-Dollar und einmal in Euro. Ihr müsst dann Smart Broker kontaktieren und die werden dann euch eine kostenlose, werden dann bei eurem Depot eine kostenlose Währungsbereinigung durchführen. Es gibt halt keine rechtliche Verpflichtung, dass euer alter Broker diese Dinge mit überträgt. Auf Nachhaken macht dann der alte Broker das auch noch. Allerdings, wenn ihr dann 4 Wochen darauf warten müsst, so lange ist im Moment die Antwortzeit bei Flatex auf dem Ticket oder wenn ihr überhaupt eine Antwort bekommt, also einfach Smartbroker schreiben und die führen dann eine kostenlose Währungsbereinigung durch. Das ist auch nichts Dramatisches. Gleiches gilt für die Einstandspreise. Wenn ich jetzt hier wieder auf die Vollansicht gehe, und gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel noch bei eurem alten Broker Sachen habt, aber schon den Sparplan umgestellt habt auf euren neuen Broker, und dann kann es passieren, wie es ja bei mir auch der Fall war, ich habe dann schon Teile vom MSCI World hier gehabt und natürlich kamen dann die Anteile von Flatex von meinem MSCI World dann auch zu Smart Broker und dann hat hier unten der Einstandspreis nicht mehr gestimmt. Dann könnt ihr Smart Broker eure Einstandspreise mitteilen. Die findet ihr dann zum Beispiel auch in Portfolio Performance, wenn ihr das dokumentiert habt, oder halt durch die ganzen Unterlagen, die ihr euch von eurem alten Broker ausgedruckt habt oder gespeichert habt. Und dann wird das Smart Broker nachträglich dann korrigieren. Ist auch nichts Dramatisches, kann aber auch ein bisschen dauern. Flatex hat da wirklich viel versäumt und viel schleifen lassen. So, großer Kritikpunkt, der Lockout-Timer von den 4 Minuten. Und dann wird ja immer gerne dieses Argument gebracht, ja, bei Flatex kann ich 120 Minuten einstellen. Stimmt.
Der Lockout-Timer nervt mich auch. Der Lockout-Timer ist allerdings nicht, kommt, dass diese 4 Minuten eingestellt sind, kommt nicht von Smart Broker, sondern erfolgt im Rahmen der PSD2-Richtlinien. Das ist ein EU-Gesetz. Und dort heißt es auch ganz klar, zugleich schreibt die neue EU-Richtlinie vor, dass Bankkunden aus Sicherheitsgründen künftig spätestens nach 5 Minuten Inaktivität automatisch ausgelockt werden. Bei neuen Brokern, wie das jetzt bei Smart Broker der Fall ist, bei Just Trade der Fall ist, die mussten das jetzt sofort machen. Bei vorhandenen Brokern, wie jetzt Smart Broker, Consorsbank, aber ich nicht Smart Broker, Flatex, Consorsbank und so weiter. Aber holen wir jetzt einfach Flatex, wo immer noch 120 Minuten möglich sind, ist es einfach so, dass diese Richtlinie umgesetzt werden muss bis Ende 2020. Dort gibt es jetzt aktuell noch einen Aufschub. Das heißt, bis zum Jahresende wird es irgendwann bei Flatex auch der Fall sein, dass man nicht mehr 120 Minuten einstellen kann, weil man ansonsten diese PSD2-Richtlinie nicht mehr erfüllt. Also, das ist keine berechtigte Kritik an Smart Broker, sondern es ist Gesetz. Es ist eine Richtlinie und die muss erfüllt werden. Ich hoffe, ich konnte das auch mal aufklären. So, fünfter Punkt. Wie prüfe ich, ob mein ETF sparplanfähig ist? So, man geht auf die smartbroker.de/sparplanseite und dann kann man hier die WKN eingeben. Jetzt ist es halt wirklich so, wie es ja jetzt gerade der Fall ist. Ich habe das ja hinbekommen, aber ob es jetzt wirklich durch mich passiert, das weiß ich nicht, dass zum Beispiel der Gaming-ETF oder der Aristokraten-ETF von Spider, der Global Dividend Aristokrats-ETF, nun auch sparplanfähig sind. Diese beiden ETFs sind zum Beispiel jetzt in dieser Liste unter sparplanfähigen Fonds noch nicht aufgeführt. Das wird auch mit Sicherheit noch ein paar Wochen dauern. Es ist also nicht so, dass derjenige, der das einrichtet oder möglich macht, auch dann gleichzeitig mal auf der Webseite irgendwas ändert. Da gibt es dann extra Abteilungen, die das dann machen, gehe ich mal davon aus. Und ja, letzten Endes, ob ein Fonds sparplanfähig ist, sofern ihr noch nicht Smart Broker Kunde seid, erfährt ihr das nur, wenn ihr Smart Broker anschreibt. Für Leute, die bereits ein Depot bei Smart Broker haben, ist es halt einfach so, wir nehmen jetzt einfach nur mal nochmal meinen Gaming ETF. Ich zeige euch das jetzt mal anhand von einem Beispiel. Hier unten ist er. Hier haben wir nochmal die WKN. Ich kopiere mir die jetzt nochmal raus. Und wenn ich jetzt hier auf die Suche gehe, dann wird man sehen, keine Einträge vorhanden. Wenn ihr allerdings schon Smart Broker Kunde seid und geht auf Geldanlage, macht Sparplan anlegen und gebt dann hier die WKN ein und macht Suchen, und dann seht ihr dann halt sparplanfähig. Wenn ein Wertpapier nicht sparplanfähig ist, bekommt ihr das dann hier in der Oberfläche sofort angezeigt. Ja, Gottes Mühlen mal langsam. Wenn es neue sparplanfähige ETFs gibt, werde ich euch das sagen. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Sparplan fähig ist, Smart Broker anschreiben. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an guduka-youtube@guduka.de und dann werde ich das für euch überprüfen und werde euch antworten. Aber es kann auch ein bisschen dauern. Und bitte schickt mir jetzt keine Latte von ETFs, das artet dann in Arbeit aus. Aber ich werde dann schon euch auf jeden Fall antworten, also eine Antwort bekommt ihr definitiv. 16. Punkt, ja, leidiges Thema, die fehlende App. Es gibt nach wie vor keine App für Smart Broker. Was ich euch sagen kann, es wird mit Hochdruck an dieser App gearbeitet. Und die App soll auch noch im Jahr 2020 kommen. Das erste halbe Jahr ist rum. Und auch darauf kann man halt nur vertrauen. Was halt Smart Broker auf jeden Fall jetzt im letzten halben Jahr bestätigt hat, alle Ankündigungen bisher wurden umgesetzt. Es wurde gesagt, die Gebühren auf Dividenden, die am Anfang des Jahres noch da waren, werden abgeschafft, wurde umgesetzt. Und viele andere Sachen auch, wie zum Beispiel jetzt diese 0 Euro Ordergebühren ab 500 Euro wurden umgesetzt. Zusätzlich wurden einige ETFs sparplanfähig gemacht, wo es vorher noch nicht waren.
Smart Broker schreibt sich drauf, größter, also der Broker von Deutschland größter Finanzcommunity, und dementsprechend halt geht auch Smart Broker auf diese Sachen ein. Man kann natürlich jetzt nicht wirklich jeden ETF, ein ETF mit 15 Millionen, 20 Millionen, 25 Millionen Vorvolumen sparplanfähig machen. Auch keine ETFs, die jetzt erst 3 Monate auf dem Markt sind. Da muss man einfach Verständnis haben. Das muss man halt einfach so sehen. Aber die App kommt. Ne? Also ich brauche sie jetzt nicht unbedingt. Aber halt, ich verstehe es. Viele wünschen sich das für aufs Handy, für aufs Tablet, für online zu handeln. Gleichzeitig geht es ja halt auch um dieses SMS-Tanzverfahren. Ich bin da auch kein Fan davon. Entschuldigung. Und ich wünsche mir halt auch sowas wie eine Secure-App, wo man einfach, wenn man irgendwas macht, den PIN bekommt und dann gibt man den ein und gut ist. Gerade weil es halt jetzt letztens ein Problem gab, dass halt Kunden, die O2, also O2 als Mobilfunkanbieter hatten, die SMS nicht zugestellt bekommen haben. Das war ein Problem von O2. Smart Broker musste es ausbaden. Sowas darf nicht passieren. Wenn jemand was verkaufen will, weil zum Beispiel Kurse einbrechen und so weiter, und er kann nichts verkaufen, weil die SMS nicht zugestellt wird, ist ein absolutes No-Go. Aber es wird definitiv an einer Alternative zum SMS-TAN-Verfahren gearbeitet, mit Hochdruck, wirklich mit Hochdruck. Also ich persönlich glaube, ich, das ist keine Sache mehr von 2 Monaten und dann haben wir da irgendwas. Ich bin froh, wenn da was kommt. Ich kann aber halt auch wirklich nur jedem sagen, wer unbedingt diese App haben will, nein, es gibt aktuell keine App und der soll dann einfach warten, bis es eine App gibt und sich dann nochmal Smart Broker anschauen. Ich sage ja halt auch immer, das Depot muss, der Broker muss zu eurem Depot passen. Und wenn von euren 10 Sparplänen nur ein ETF sparplanfähig ist, dann geht nicht hin und macht ein Depot auf in der Hoffnung, wenn man denen schreibt, dass dann die anderen 9 ETFs auch noch sparplanfähig. Das wird so nicht funktionieren. Also informiert euch vor der Depoteröffnung. Das ist wichtig. Das ist ganz einfach wichtig. So, dann auch eine Frage, die kam, und zwar bei Flattex ist es ja so, der Freibetrag einrichten auf Kapitalerträge. Wie ich es eben gezeigt habe, das Formular findet man ja hier unter smartbroker.de Formulare. Und dann schickt man das per E-Mail und dann wird der Freibetrag eingerichtet. Allerdings wird er nirgendwo angezeigt am Anfang. Er wird erst angezeigt unter Reporting Steuerübersicht in dem Moment, wo das erste Mal was von eurem Freibetrag abgezogen wurde. Zum Beispiel, wenn ihr eine Dividende bekommen habt. Und erst dann. Aber euer Freibetrag ist sofort eingerichtet. Ihr könnt das auch bei Smart Broker dann nochmal nachfragen. Allerdings, wenn ihr jetzt euren Freibetrag dort einrichtet, erscheint hier unter Reporting bei Steuerübersicht noch gar nichts. Ist umständlich und jedes Mal, wenn ihr euren Freibetrag ändern wollt, müsst ihr dieses Formular ausfüllen. Bei Flattex geht das instant. Man ändert den Betrag, gibt die Secure-App-Code ein und dann PIN ein und dann hat sich die Sache erledigt. Würde ich mir von Smart Broker wünschen, wenn man das auch so unkompliziert in der Oberfläche machen kann. Und dann war noch eine Frage, und das ist auch ein Anliegen von mir. Und zwar, es gibt ja auch bei Smart Broker Aktiensparpläne. Aktuell, wie es jetzt dort steht, 93 sparplanfähige Aktien, bereits ab 125 Euro je Ausführung. Kein Bruchteilserwerb möglich. Man kennt das jetzt zum Beispiel von der Consorsbank. Dort kann man ja auch Sparpläne ab 25 Euro einrichten auf Aktiensparpläne. Ich habe mal bei Smart Broker nachgefragt, wie es jetzt zum Beispiel ist. Ich richte einen Sparplan ein über 125 Euro auf eine Aktie, die jetzt aktuellen Kurs hat von zum Beispiel 250 Euro. Und dann ist es einfach so, dann wird der Sparplan nicht ausgeführt. Für mich erschließt sich dann nicht der Sinn von einem Aktiensparplan. Hier würde ich mir wünschen, auch einige, die mir das halt auch per E-Mail geschrieben haben, ob Smart Broker vielleicht nicht auch mal drüber nachdenkt, den Bruchteilerwerb möglich zu machen auf Aktien. So wie es zum Beispiel bei Consorsbank, ich glaube bei der Comdirect, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, auch möglich ist. Also ich habe genau aus dem Grund ja zum Beispiel bei der Consorsbank mir auch noch ein Depot eröffnet, wenn ich irgendwann mal Aktien besparen möchte, dass ich das dann machen kann. Hätte sich natürlich erledigt, wenn Smart Broker in der Richtung noch was machen
Würde. Gut, ich glaube, das war jetzt mal wirklich viele geballte Informationen und auch viele Fragen, die ich vielleicht hoffentlich beantworten konnte. Und was mir ja auch schon unterstellt wurde, dass ich von Smartbroker Geld dafür bekomme, wenn ich solche Videos mache, dem ist nicht der Fall. Ich sammle das einfach durch die Kommentare und mir ist halt auch einfach wichtig. Es geht auch mir nicht darum, jetzt euch Smartbroker schmackhaft zu machen. Klar, wenn ihr ein Depot bei Smartbroker über einen meiner Links, sei es auf meinem Blog, sei es unten aus der Videobeschreibung eröffnet, erhalte ich eine Provision. Ich sage aber auch immer ganz klar, wenn ihr mit diesen Defiziten, sei es jetzt bei der Oberfläche, sei es an der fehlenden App, oder weil euch dieser 5 Minuten Locker-Timer nervt, dann eröffnet einfach kein Depot. Gebt dem Broker Zeit. Ich sag mal, Smart Poker steht noch unter Welpenschutz. Wenn in 2 Jahren diese Punkte immer noch Punkte sind und dann muss man halt auch mal anders darüber reden. Aber halt, ihr könnt euch sicher sein, ich meine, wer jetzt hier schon länger dabei ist, der weiß es auch. Wenn ich nicht mit Smart Poker zufrieden wäre, dann hättet ihr das hier auf meinem Kanal auch schon erfahren. Und ich werde immer euch auf dem Laufenden halten an dieser Stelle, auch Fragen versuchen zu beantworten. Aber wer jetzt wirklich diesen perfekten Broker sucht, den gibt es nicht. Ihr werdet immer irgendwas finden, was nicht zu 100% passt oder was euch nicht gefällt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Aber bitte auch dann in die Kommentare schreiben, woran es gelegen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dorthin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.